Ein herzliches Willkommen zurück zu Train Simulator 4, Folge 18, der Daily spielt das. Heute gibt es mal ein kleines Infovideo von mir. Und zwar habe ich neulich eine Nachricht von einem Abonnenten erhalten, der hier anscheinend Probleme damit hat, die BR-146 und die BR-187 zum Fahren zu bringen im freien Spiel. Da wollte ich Ihnen jetzt mal ein wenig Hilfestellung geben. Ja, sind erstmal in diese Richtung gegeben. Und wir auch in die richtige Richtung fahren. Ich werde mal heute zeigen, wie wir das hier am besten machen, wo jetzt hier die Probleme sind. Ob es da wirklich so Schwierigkeiten gibt, die Lok, beziehungsweise beide Loks zum Fahren zu bringen. Und dazu drücken wir natürlich die Tab-Taste, nehmen uns einen neuen Zug und gehen als allererstes, würde ich mal sagen, die wir jetzt als erstes finden hier. Nehmen wir mal die 187, eine Leerlokomotive. Gehen wir mal auf Erscheinen lassen. So, dann werden wir mal einsteigen, die Lok versuchen aufzurüsten und natürlich auch loszufahren. Das dementsprechend zu zeigen. So, als allererstes müssen wir natürlich mal eine Route setzen, damit wir überhaupt hier rankommen. Machen wir das mal. Mein Gott, diese blöden Werbung. Route setzen, machen wir mal. Bestätigen wir das einfach mal 2,6 Kilometer. Es geht ja auch jetzt vornehmlich mal darum, die Lok aufzurüsten. Als allererstes müssen wir natürlich mal. So. Stromabnehmer ist gehoben. Das ist schon mal sehr gut. Kopfschalter schließen. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, die hier müssen wir auch noch so einiges tun. So, müssen wir den Führerstand aktivieren, wenn er nicht schon aktiv ist. So, Signalleuchten. Wir sind in Deutschland, das ist gut. ECB-Mode, da müssen wir gleich sowieso eben ändern, nämlich auf O. So, Rummel im Auto. Bremsstellung, da können wir, glaube ich, nichts verändern. Nee. Und bei den Signalleuchten auch nichts verändern. Gut. Ja, wieder aufs Häuschen. So, müssen den Führerstand auf jeden Fall aktivieren, wenn das nicht schon ist. Batterie ist an, das ist soweit. Federspeicherbremse. Motorraumbeleuchtung brauchen wir nicht. Ich glaube, das ist sinnvoll soweit. Und versuchen dann einfach mal diese Lok hier zum Fahren zu bringen. Das heißt, wir stellen die CP-Siefer ein. Können noch kurz schauen, ob wir die AFB noch einstellen können. Wie gesagt, hier haben wir alles eingestellt, würde ich sagen. Das mit der AFB war hier, glaube ich, so eine Sache, ne? Das war hier nämlich so eine Sache. Den Knopf habe ich nämlich bis jetzt auch noch nie gefunden, den AFB-Knopf. Aus ist, glaube ich, ganz schlecht. Wenn ihr wisst, wo hier die AFB einzustellen ist, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es leider nicht. Hauptschalter ist ein. Das ist das, das haben wir soweit. Die Knöpfe, Tasten sind alle ohne Funktion.
würde ich sagen, geht es einfach mal los. Wir versuchen loszufahren. Lösen die Bremse. Ach ja, wir müssen natürlich noch den Richtungswender vorwärts drücken, sonst funktioniert es sowieso nicht. So. Können wir da jetzt was machen mit den Lichtern? Jetzt habe ich sie aktiviert. Auch nicht. Gut. Wie gesagt, ich weiß auch nicht zu 100%, ob ich die jetzt zum Fahren bekomme oder nicht. Von daher, also das ist wirklich, die Lok hat sich sowieso in sich. Die ist wirklich nicht leicht zu handhaben. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Also es ist wirklich nicht einfach, diese Lok überhaupt zur Fahrt zu bringen. Also da gebe ich dem Kollegen wirklich recht, der ist Lokführer wohl gemerkt. Also nicht, dass ihr meint, der hat keine Ahnung, der hat schon Ahnung. Nur, ihr seht ja selber, es ist wirklich nicht einfach, diese Lok überhaupt ans Rollen zu bringen. Mal kurz hier hinter. Jetzt habe ich hier noch irgendwas, was ich ändern muss. Sie was ein, ECB ein, LCB ein. Also hier kann man auch nichts weiter drücken, was jetzt irgendwie helfen würde. Ist auch nichts anderes. Kann man auch nicht öffnen, den Schrank hier. Dreh's alles ein. Ah, Moment, Moment. Das, ja, ich wusste, dass man den Führerschein irgendwie aktivieren muss. Wenn das jetzt hier auch ist. Jetzt machen wir mal wieder die Tür zu. Moment mal. Jetzt ist der Führerstand aktiviert. So, jetzt sieht das Ganze doch schon anders aus hier. Jetzt sieht das Ganze doch schon anders aus hier. Das vorwärts. Die Bremsen sind gelöst. Da müssen wir jetzt eigentlich, wie gesagt, die AFB, das ist noch die Sache, wo ich irgendwie nicht klarkomme.
Sag mir mal bitte, wie ich die AfB aktiviere. Wäre ich wirklich sehr, sehr verbunden. Ja irgendwie hier einen Schalter geben. Gibt's ja gar nicht. Und Bremsventil. Also nirgends ist das so schwer, die AfB zu aktivieren. In keiner einzigen Lok, das gibt es gar nicht. Ist auch nirgends von dem dritten Schalter, ne? Für die AfB. Die Bremse wieder. Ach, gibt's doch gar nicht, echt nicht. So ist die Bremse aus. Die Locke auch. Gibt's auch. So, Führerschein ist aktiviert. Geht's auch los. Also ihr seht, ab und zu mal halt die Lok neu starten. Ab und zu hängt da wahrscheinlich mal die Bremse oder so. Woran das jetzt genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Aber ihr seht ja, wir fahren los. Also gestartet bekommen wir sie auf jeden Fall. Wie gesagt, die Lok ist ein bisschen tricky. Da gebe ich dem Kollegen echt recht, also die hat es wirklich in sich. Da muss man einige Dinge beachten, aber sie fährt auf jeden Fall. Wie gesagt, das mit der AfB habe ich auch noch nicht rausgefunden. Das mit dem Führerstandslicht ist mir auch noch so eine, beziehungsweise Führerstandslicht sage ich schon, Spitzensignale, das ist, naja, ihr seht es ja selber. Das haben wir wahrscheinlich LCB-Modus. Genau, oder? Ja. Gut, dann brauchen wir uns erstmal nichts kümmern. Dann gucken wir mal hier weiter, ob wir irgendwas einstellen können. Tiefer. Signalbeleuchtung, das ist nämlich, wie gesagt, das ist auch noch wieder so ein Fall für sich. Jetzt, welchen Führerstand sind wir denn? Zwei oder eins? Zwei. Jetzt so ging das, genau. Und dann drückt man nämlich hier den hier und nimmt den. Dann geht man wieder aufs Häuschen, dann müssen die Spitzensignale nämlich jetzt leuchten. Nee, auch immer noch nicht. Das glaubt dir doch kein Mensch, echt. Das ist wirklich nicht einfach mit dieser Lok. Das sage ich dir so, wie es ist. Es ist wirklich nicht einfach.
schnell dürfen wir denn überhaupt fahren? 160. Aber warum wir jetzt kein Spitzensignal haben, das, naja. Da will ich jetzt mal lieber nichts zu. Sie fahr. Auf jeden Fall fahren wir. So, was ist jetzt hier das Problem? Wir haben doch bitte Beato, oder nicht? Ja, ich verstehe es nicht. So. Zack. Sie fahr. Das ist jetzt auch wieder ab. Zwei fahren. Das haben wir immerhin oben Spitzen. Der braucht kein Spitzensignal. Das glaubt dir kein Schwein, echt nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, dann haben wir das aktiviert. Und vorne haben wir die aktiviert. So, haben wir die jetzt aktiviert oder nicht? Oder? Ja, auf jeden Fall setzt sie sich in Bewegung, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ob wir jetzt weiterfahren oder nicht, das spielt ja überhaupt keine Rolle hier. Das mit den Spitzensignalen verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Warum wir jetzt. Das stimmt doch hier überhaupt nicht. Naja, egal. Dann machen wir jetzt Folgendes. Zwar Zugbeeinflussung. Entfernen wir diesen Zug, entfernen wir die Route, entfernen wir diese Lok. Dann sind wir zwar in einem Tunnel, aber wir können ja da wieder rauslaufen. Weil es natürlich ein bisschen blöd gewählt, das mit dem Tunnel anzuhalten, aber ja. Was soll man tun? Gucken wir einfach mal, ob das jetzt mit der 146 genauso kompliziert ist, loszufahren, wie der Kollege sagt. Also die 187 hat seine Tücken. Die ist wirklich sehr, sehr tricky. Ihr habt selber gesehen, dass sie wirklich, ja, da muss man einiges drücken im Führerstand. Notfalls die nochmal komplett neu starten, wenn man die jetzt zum Beispiel im Fahrplanmodus oder so startet. Meistens ist sie ja aufgerüstet, dass man die dann einfach nochmal zurücksetzt, praktisch den Stromabnehmer senkt, den Hauptschalter aus. Dann das Ganze nochmal aktiviert, damit die dann überhaupt, und ganz wichtig, ihr habt es gesehen, ich habe es auch am Anfang nicht gemacht, den Führerstand aktivieren, sonst funktioniert sowieso nicht. Und den AFB-Schalter, den habe ich auch nicht gefunden, kann ich leider nicht sagen, wo sich der befindet. So, jetzt holen wir uns mal die 46 hier hin. Und damit hatte der Kollege nämlich auch ein paar Probleme. So, da haben wir sie schon. Den war auch natürlich auch leer. Ist ja logisch. So. Steigen wir hier mal ein. Jetzt gleich in grün. Taste 9.
drücken da drauf. Route setzen. Diesmal natürlich aus dem Tunnel. Macht, glaube ich, Sinn. Fahren wir mal bis hier. So, darum geht es ja nur. Es geht ja hauptsächlich darum, die zu aktivieren. So. Hauptschalter nach vorne. Spitzensignale. LZB, SIFA. LZB. Das ist eigentlich unnötig, was ich da jetzt mache, weil wir haben ja keine Lust ist dran. Bremsen auf jeden Fall, sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Das brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fast so weit. Können die AP an dieser Lok noch aktivieren? Das machen wir. So, da haben wir den Knopf. AFB, So. AFB, AFB. Bin hier oben noch anscheinend. Kassel-Wilhelmshöhe. Ziel bestätigen. So. Dann setzen wir uns wieder ordentlich hin, lösen die Bremse, stellen die AFB natürlich noch auf 40. Das erste. So. Dann sollten wir eigentlich ohne Probleme losfahren können. Spitzensignale leuchten. Und dann fährt das Ding. Also die ist wesentlich einfacher zu starten, aufzurüsten. Muss ich wirklich sagen. Da gibt es andere. So, jetzt können wir das Ganze jetzt auf 160 stellen. So, mehr fährt die sowieso nicht. SIFA, SIFA. Wir zwischendurch noch die SIFA. So, soviel zum Thema BR 146. Also, die ist natürlich um so einiges leichter aufzurüsten als die 187. SIFA, SIFA. Aber wie gesagt, die 187 erfordert wirklich einiges an Wissen, die überhaupt zum Laufen zu bringen. Das ist wirklich nicht einfach. So, da vorne ist unser Ziel. SIFA, SIFA. War jetzt auch nicht allzu weit. So, damit haben wir unser Ziel erfüllt. Können wir natürlich wieder abrüsten. Das ist ja im Prinzip auch nicht schwer. Das Ganze auch neutral. Das senkt das runter. Die AFB wieder auf 0. Lokbremse, beziehungsweise direkte Bremse anziehen. Lok elektrische Bremse. Ziehen wir auch noch an. Machen hier die Lichter aus, damit die Batterie nicht leer ist. Zack. Machen natürlich noch die AFB aus. So, haben wir auch. Dann können wir oben die Zieleinzeige noch auf abstellen. Glaube, das passt. So, und dann sind wir hier fertig. Können den noch auf ausstellen.
So. Mal alle Lichter aus, sieht so aus. Wunderbar, dann können wir die Lok verlassen. Und dann war's das mit diesem kleinen Infovideo zu BR 187 und zu 146. Wie gesagt, die 187 ist um einiges schwerer einzustellen bzw. aufzurüsten als die 146, so viel steht fest. Ich hoffe, ich konnte demjenigen helfen. Wie gesagt, der Kollege ist Lokführer, also er hat schon sehr viel Ahnung von Zügen, das muss man ihm auch mal lassen. Nur wie gesagt, er hat es hier im TSB nicht geschafft, diese beiden Loks, die 187 und die 146, im freien Spiel zum Laufen zu bringen bzw. zum Fahren zu bringen. Und ich hoffe, ich konnte ihm damit jetzt ein wenig helfen. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, du bist jetzt ein wenig schlauer und kannst jetzt ein wenig da besser mit umgehen. Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Warum ich jetzt hier die Lichter noch an habe, ja, ist egal. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende. Bye. Bye.